Grüß Gott, mein Name ist Eva Fischer vom Büro Fischer-Heumann Landschaftsarchitekten aus München. Wir haben den ersten Preis gewonnen und freuen uns sehr, dass wir heute Abend da sein dürfen und unser Büro vorstellen können. Ich bin mit meinem Kollegen Herrn Heumann da und wir werden nachher auch vor dem Gemeinderat unsere Planung nochmal vorstellen. Unser Büro sitzt, wie gesagt, in München. Uns gibt es seit 18 Jahren. Wir haben im Moment 6 Mitarbeiter. Und wir bearbeiten hauptsächlich öffentliche Bauaufgaben, das heißt für Städte und Kommunen, aber auch mal für halböffentliche Bauherren wie das Ordinariat. Wir haben schon einige Projekte in ähnlicher Form geplant und realisiert, wie zum Beispiel die Ortsmitte in Hohenlinden, die 2018 eröffnet worden ist, oder in Garching an der Alz in Zusammenspiel mit Kirchplatz und Kirchenumfeld eine schöne Freifläche auch mit viel Aufenthaltsqualität in Bezug auf das Pfarrheim oder auch eine grüne Mitte mal in Rechberghausen, wo wir gerade auch mit dem Thema Wasser intensiv gearbeitet haben. Ich möchte Ihnen nur kurz mal vorstellen unsere Ideen, unser Konzept zur neuen Ortsmitte in Erkheim. Unser Ziel war, eine lebendige Ortsmitte zu schaffen. Wir haben ja hier zwei Bereiche. Wir haben jetzt eher den, sagen wir mal, den steinernen, befestigten Bereich an der Marktstraße und wir haben die grüne Mitte zwischen den beiden Bächen an dem Babenhausener Straße. Unsere Idee war, diese Bereiche über Plätze zu verknüpfen. Wir haben jetzt hier unten den neuen Marktplatz. Wir haben hier den Platz am Bären, den Platz der Partnerschaft und hier oben den nördlichen Platz. Diese Plätze verknüpfen die Marktstraße und die Babenhausener Straße untereinander und mit der Umgebung. Wenn man sich jetzt die Marktstraße genauer betrachtet, wie gesagt, ist der südliche Auftakt der neue Marktplatz eine große, zügige, weite Fläche, die für vielfältige Veranstaltungen wie Mochenmarkt oder Weihnachtsmarkt oder einfach nur zum Treffen dienen soll. Hier haben wir auch den Maibaum jetzt situiert, weil es für uns war es einfach wichtig, hier ein Zeichen zu setzen, dass hier die Mitte von Erkheim ist. Dieser Platz zieht sich hier jetzt auch über die Straße hinweg, um auch den anderen, den seitlichen Bereich mit aufzunehmen. Die Straße ist aber über einen Bordstein sauber abgegrenzt. Das nördliche Ende der Marktstraße ist der Platz am Gasthof des Bären. Das ist wieder ein aufgepflasterter Bereich. Ansonsten ist in der Marktstraße einfach die Straße verschmälert, die Parkplätze sind an der Seite sauber geordnet und dadurch werden einfach die Seitenbereiche großzügig und geben einfach Qualität und Raum für die Fußgänger. Auch zum Beispiel bei dem Café kann man dann einfach, hat man einen schönen Außenbereich. Es gibt einfach mehr Qualität. Wo dann auch der Platz da ist, wollen wir vor den giebelständigen Häusern einfach auch Grün in diese Marktstraße bringen, genauso wie eine neue Baumreihe, die diese Marktstraße dann neu gliedert. Im nördlichen Bereich an der Babenhausener Straße haben wir ja die tolle Situation, dass wir zwischen zwei Bächen sind. Der südliche Auftakt ist der Platz der Freundschaft. Da haben wir große Sitzringe um die bestehenden Bäume gesehen. Diese Sitzringe sollen auch ein Zeichen setzen für die Gemeinschaft im Ort und die Gemeinschaft mit der Partnergemeinde. An der Günz wird das Ufer über große Sitzstufen aufgeweitet, sodass man runter zum Bach kommt und einfach das Erlebnis Wasser mitnehmen kann. Am kleinen Nebenbach gegenüber haben wir einen Wasserspielplatz, der ja dort schon initiiert ist mit der Wasserpumpe und dem kleinen Wasserlauf. Den haben wir noch etwas ausgebaut mit bespielbaren Holzkisten und Trittsteinen im Wasser und sonstigen Dingen. Einfach um den Kindern einfach auch Möglichkeiten zu geben, mit dem Wasser zu spielen. Ein Fußweg mit Sitzmöglichkeiten führt dann zwischen diesen beiden Bächen auf diesen nördlichen Platz, der dann den Übergang quasi zu den nördlichen Wohngebieten, aber auch zur Metzgerei und zur Kirche dann herstellt. Dies ist unser Konzept und wir freuen uns total, dieses Konzept weiter mit Ihnen zu entwickeln. Vielen Dank.